Schulberufshochschule für Gesundheitsdienste. Die Aufsichtsschulhochschule für Gesundheitsdienstleistungen hat ihre Aktivitäten mit einer hundertprozentigen Auslastung begonnen, indem sie im Studienjahr 2019/2020 Schüler in die Programme medizinische Labortechniken und Erste Hilfe und Nothilfe aufgenommen hat. Im Studienjahr 2020/2021 wurden 40 Studierende in die Abteilung Labortechnik der Pathologie aufgenommen. Sie setzte ihre Aktivitäten mit insgesamt 198 Studierenden fort. In unserer Schule gibt es 11 akademische Mitarbeiter, 4 im Programm für medizinische Labortechniken, 4 im Programm für Erste Hilfe und Nothilfe und 3 im Programm für Pathologie, Labortechniken sowie Verwaltungspersonal, das aus 1 Hochschulsekretär und 2 Beamten besteht. Zu unserem wissenschaftlichen Personal gehören ein außerordentlicher Professor, 4 Dozenten mit dem Titel Doktor und 6 Lehrbeauftragte. Programm für medizinische Labortechniken. Unsere Absolventen, die dieses Programm abgeschlossen und den Titel eines medizinischen Labortechnikers erhalten haben, können Beschäftigungsmöglichkeiten in Krankenhäusern, medizinischen Fakultäten, privaten Analyselabors, Forschungszentren verschiedener Gesundheitsrichtungen, Unternehmen der Lebensmittelindustrie und Einrichtungen finden und die Forschungs- und Entwicklungsstudien auf dem Gebiet der Medizin durchführen. Für Absolventen des Programms besteht auch die Möglichkeit, in die Bereiche Biologie, Molekularbiologie und Genetik, Bioingenieurwesen, Krankenpflege, Krankenpflege und Gesundheitswesen zu wechseln. Erste Hilfe- und Nothilfeprogramm. Um den Patienten oder Verletzten helfen zu können bei der Gesundheitsdienstleistungen, Notfallversorgung und Rettung anbieten zu können, muss man vorsichtig und ruhig sein, den Zustand des Patienten oder des Verletzten mit angemessenen Kommunikationsfähigkeiten und korrekten medizinischen Eingriffen bestimmen. Hierzu werden ausgerüstete Rettungskräfte benötigt. Absolventen dieses Programms können in Notaufnahmen aller Krankenhäuser, 112 Notrufzentralen und Stationen sowie Krankenwagen mit dem Titel Sanitär arbeiten. Labortechniken der Pathologie. Absolventen der Labortechnik der Pathologie arbeiten mit dem Titel Pathologie Labortechniken in öffentlichen und Gesundheitseinrichtungen und Organisationen. Absolventen können in Biochemie, Mikrobiologie, Histologie, Hämatologie, Serologie, Pathologie, Prastiologie, Neurophysiologie, Audiometrie, Laboratorien und Blutzentren öffentlicher und privater, stationärer und nicht bettlägiger Behandlungseinrichtungen des Gesundheitsministeriums arbeiten.